Hallöchen Leute, ein weiteres Video vom lieben Juice online gekommen auf dem Kanal Booyan Jam und zwar wieder ein weiteres Pool-Video. Und zwar diesmal ist es mit dem Titel Lasst mal den Grill anwerfen, in Klammern gute Idee, featuring Chris Rob. Also wenn es ums Essen geht, ist Chris Rob am Start, ich bin sehr gespannt. Lasst einen Hoch da, let's go rein da. Das Wetter ist Hammer, der Pool ist sauber wie noch nie, Heute mal wieder auf Capital Bra unterwegs. Gibt es denn eigentlich überhaupt noch Capital Bra? Ich habe ja noch eben irgendwie von dem gehört. Und er hat auch so diesmal eine Gartenschere als Mikrofonständer. Perfekt. Also liebe Freunde, heute ist mal eine andere Art Video. Heute werden wir ausnahmsweise mal eine sehr schöne Zeit hier am Pool verbringen, wenn das okay ist für euch. Ausnahmsweise eine schöne Zeit. Wir haben immer eine schöne Zeit, aber Ju wahrscheinlich nicht, wenn irgendwas schief geht. Kein Fall. Ich weiß noch nicht, ob das jeder mitbekommen hat, aber es geht los, liebe Freunde. Das erste Hauptvideo kommt, die Zahnfee. Die Zahnfee kommt am 17. August und lässt vielleicht einen Trailer da. Junge, es ist so heiß. Und wann kommt der Trailer? Hä? Ich will ihn jetzt sehen. Jetzt! Ich bin permanent aufgewärmt hier einfach. Jungs, Leute, ich bin auch noch ein bisschen am überlegen die ganze Zeit, wann ich Roommates 2 rausbringen soll, ne? Mein ursprünglicher Plan war es ja, am selben Tag rauszubringen, wie Ju auf YouTube es rausdroppt. Weil dann natürlich auch viele Leute zu mir auf meinem Kanal kommen, weil ich ja dann meine Reaktion auch aufnehme, einen Tag später, wenn es auf YouTube online ist, ne? Am 1.9. dann, denke ich, ist es dann, ja. Eine Woche später geht ja nicht, weil ich dann mein Theorie-Analyse-Video hochladen will. Eine Woche vorher geht nicht. Wäre komisch irgendwie, vor YouTube es rauszubringen. Oder weiß nicht, geht wieder auch gehen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ich habe schon mal euch gefragt, könnt ihr gerne nochmal in die Kommentare schreiben, was am besten ist. Ich werde auf jeden Fall am 17., also kurz am 17. nochmal eine Zusammenfassung machen, der dritte, für die Mann im Mond-Akte. Da fehlt auch noch eine Zusammenfassung von mir. Deswegen ist alles irgendwie schon, weiß ich nicht, und zu weit weg von dem Release von Juvis auch nicht machen, weil es dann, ne, Leute sind ja viel auf dem Kanal. Ich will, dass es viele Leute sehen, Roommates 2. Weil es mein persönliches größtes Projekt ist. Videoprojekt, meine Serie geht weiter und nicht ganz auf dem Niveau wie Ju, logischerweise wisst ihr alle, aber trotzdem eine geile Geschichte, die ich gerne weitererzählen will und es will auch, dass viele Leute sehen. Deswegen weiß ich nicht, wann ich es rausbringen will, deswegen helft mir gerne, bitte. Wenn ihr Ahnung habt mit YouTube, helft mir jetzt und schreibt mir eure Meinung, wie ihr es haben würdet gerne. Ich brauche mehr Meinungen, die alle das sagen, das Gleiche, damit ich weiß, okay, wenn alle das so sagen, dann mache ich das so. Weiter geht's, sorry. Könnt ihr sofort in ein Breakdance-Battle steppen hier und komplett ablosen. Wow. Das heißt, der Countdown geht los, liebe Freunde. Oh. Aber was wir natürlich auch noch am Start haben, wir haben so einen kleinen Drop gemacht mit Eternal God. Lelele. Hier ist nochmal ganz kurz ein paar Bilder in der superschnellen Version. Es ist natürlich sehr heiß jetzt die letzten Tage, deswegen ist es auch alles dünnerer Stoff so. Jetzt einfach auf Eternal. Alter, meine Stimme gerade weg. Ja. Mir ist so verdammt warm hier drin. Ich sterbe, wirklich. Ich könnte gleich Thema wieder anschließen hier. Gott gehen und dein Lieblingspiece gönnen. Das war es aber doch nicht mit den guten News, Freunde, denn heute haben wir einen ganz besonderen Gast hier von der linken Seite. Komm mal bitte hier rein. Gerüchten zufolge wäre jetzt hier ein paar Tage vergangen oder im Schnitt gewesen, weil Ju trägt andere Klamotten und vor allem er hat jetzt einen anderen Mikrofonständer auch. Das ist denn das hier? Irgend so ein Schaber-Dings da. Aber Falk hat auch nochmal einen Special Gast mitgebracht und zwar... Ich habe den Rob mitgebracht. Ey, lange nicht mehr gesehen auf diesem Kanal, warst du noch nie vertreten. Crispy Rob, remember my name. Nee, Rob, Crispy Rob, so war das, genau. Doch, am Anfang. Ich weiß. Wir haben gestern hier über krass heftige polnische Gang gehabt. Ja, ich sehe schon. Die haben hier gebaut, die haben ein bisschen geguckt hier, damit wir heute eine Küche haben. So, und wer ist da hier? Wer darf nicht fehlen, wenn wir Küche sagen? Crispy Rob, liebe Freunde. Und du musst jetzt Roomtour, ich hab's noch nicht gesehen, ne? Okay. Ich hab's selber noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, was das ist. So, sollen wir mal eine kleine Roomtour Let's machen? Let's go. Sieht gut aus. Also ich verstehe, dass das Polen gebaut haben. Warum? Weil es eine Bar ist, oder? Jetzt noch ein Grill? Bar? Hey, er hat selbst noch nicht gesehen. Der hat doch selbst mitgebaut hier bei dem Ding, oder? Bei der Bar hier. Was hat er noch nicht gesehen hier, hä? Kannst hier arbeiten? Achso, wahrscheinlich hat Chris überhaupt selbst noch nicht gesehen, wahrscheinlich, das meint er. Doch, was gab's hier davor? Ich erinnere mich an nichts. Hier vor hat jemand gewohnt, da haben wir einfach rausgekickt. Ah, so war es, meine Mini-Wohnung. Ja. Genau, da haben wir gesagt, komm, verpiss dich. Was macht ihr mit der Staufläche für Pool-Equipment? Pool-Equipment, ja. Da kommt dann unser Roboter rein hier, Thirsty. Ja. Was ist das? Das ist die Heizung für den Pool. Ihr habt eine Heizung für den Pool? Ich würde jeden Tag reingehen. Ja, wir sind jeden Tag drin. Ja, glaube ich. Nee, sind wir gar nicht. Oh, geile Chill-Ecke. Sogar mit Abdeckung. Komm, Falko, leg dich hin. Voll gut. Salut. Das ist schon geil, wenn es dann so regnet, dann haben wir so ein bisschen Wasserfall hier. Traumhaft. Kommt richtig tropische Gedanken an, der so, es regnet und ein bisschen Wasserfall noch hier. Geil. Eigentlich so dankbar für den Garten, fürs Haus.
Die Wachteln auf dem Dach. Wieso haben die jetzt gelacht? Warte, ich muss noch zurück. Ich muss noch zurück. Hier. Traumhaft. Bist du eigentlich so dankbar für den Garten, fürs Haus? Ja, was machen die jetzt? Okay, gut. Lassen wir das auch einfach, ne? Justin, Celine. Hä? Das war da jetzt witzig. Hab ich irgendwas nicht verstanden? Ist er nicht dankbar? Oder ich hab's... Was? Beef Jerky, mein Name. Jerky. Und ich bringe euch etwas aus den kosmischen Weiten des Universums. Und zwar 4 Eternal God Colorways. So, gut rein. Stimmt, es geht ja weiter mit dir auf dem Bahnhof. Sind. Ich habe letztens auch gesehen, die Story, dass wir gerade Bahnhof im Drehen waren schon. Also, da geht's auf jeden Fall weiter. Ich bin sehr hyped. Und ich bin auch gespannt auf den Trailer. Sagen die jetzt im Video, wann der Trailer kommt? Echt das? Wir haben die bezaubernde Mary hier in Grau, in Rosé und mit süßen kleinen Patches vorne drauf. Aurora in Blau und Macchiato und auch hier ihr Spirit Animal als kleinen Stick vorne drauf. So, das reicht jetzt aber, das reicht, oder? Komm. Ey, guck mal, hat richtig gut funktioniert mit diesem Feuerdingsbums. Ey, du hast geguckt, oder ja, was? Ja, klar. Hast du gesehen, Melina ist wieder back? Ja, das habe ich auch mitbekommen. Unkraut weg, Melina wieder da, die Welt ist verrückt. Muss wieder hoch. Die Random Melina, das auch genannt wurde da. Machen. Hoch? Ja. Wusste ich gar nicht, dass du einen Webergrill hast. Das ist kein Webergrill. Digga, was ist das denn? Von Theater, so eine Lichtleuchte. So. So vom Baustellen. So. Ah, fuck, ich werde geblendet. Das ist zum Kohle anmachen. Zombie-Apokalypse-Waffe. Oh, die Aliens wieder. Die Thomas-Alien-Klone, die Thomas geklont haben. So, geht weiter. Lass uns das Ding hier mal raus. Oh, sie rächen sich jetzt. Oh nein, sie schicken eine Armee an Thomas. Was ist das, ein Bierzelt? Das ist so eine Mini-To-Go-Outdoor-Küche. Jetzt. Oh, oh. Ups, sorry. Nicht ganz. Ist jetzt ein richtiger Thomas oder ist das ein Klon-Thomas? Ich glaube, das brauche ich nicht mal. Finde ich immer sehr exotisch. Was? Dass du halt immer noch so Stuff hast, was auf jeden Fall du auch gefunden hast auf dem Flohmarkt. Das wurde mir geschenkt. Echt? Der ist extra für mich gemacht gewesen, siehst du? Hashtag Rob. Stimmt. Welcher Flohmarkt macht sowas? Das ist doch von Sturmwaffe. Genau. Und das von mir. Das weiß ich ja. Wir sind alle, du schickst die uns und die sind sofort weg, ne? Sehr gut. Weil wir die wegwerfen. Nein, Spaß. Weil jeder süchtig danach ist. Okay, Quizfrage. Wofür ist dieses Messer da? Das ist kein Pizzaschneider. Das ist auch kein Lasagnenschneider. Wäre cringe dafür in der. Das ist zum Anstechen vom Fleisch und zu gucken, ob es durch ist? Nee, weiß nicht, keine Ahnung. Noch nie gesehen. Das ist ein Schneider zu machen. Du kannst das ins Fleisch reintun. Mhm. Ne? So zack. Ja. Und dann kannst du es rausnehmen wieder. Aha. Und dann kannst du so gucken, ob das durch ist. Durch ist. Nein. Ich bring die. Siehst du, Joe, ich habe dieselben Gedanken gehabt. Dieselbe Idee hatten wir beide. Ja. Und dann kannst du es mal probieren. Digga, aua! Dann war's, Leute. Paar Platte im weiteren Ju-Video. Wir haben es. Ich hab's vorher gesagt, er ist jetzt hier drin. Boah, die Gewürzgurken sehen nicht mal gut aus. Das sind keine Gewürzgurken. Das ist ekelhaft. Was ist das für ein Cliff gewesen? Ist das denn ein richtiges Portemonnaie? Was war das für ein Film gerade? Die sehen jetzt auch gerade voll aus wie Wolverine ein bisschen, oder? Die Haare, die hier so hoch wachsen. Weil die Haare hier wachsen halt ganz normal weiter. Und die Haare hier oben sind halt von der Kartransplantation reingesetzt worden, deswegen wachsen die langsamer. Deswegen wächst die wachsen hier so extrem lang normal weiter und die wachsen jetzt hier so rüber. Weil hier in der Seite die Haare ja entnommen wurden, da wachsen die auch langsamer. Deswegen habe ich einen ganz komischen Versuch gerade. Aber morgen gehe ich zum Friseur und dann kann ich das ein bisschen fixen hier wieder. Dass ich kein Wolverine werde. Wieder Deadpool. Schon die Narben noch. Ah, gut, nee, die habe ich auch schon. Nee, ja. Wird auch immer kleiner, ne? Willst du es euch wieder reintun? Das ja, ist ja, doch ja. Weg gleich. Nein. Ja. Okay. Willst du wissen, wofür es da ist? Laber nicht. Das ist ein Austernmesser. Ein Austernmesser. Schon mal eine Auster aufgemacht? Nee. Schon mal eine gegessen? Nee. Nein? Ich glaube nicht. Vielleicht als kleines Kind habe ich gewöhnt. Ich habe auch noch keine Austern gegessen, aber ich habe mitbekommen oder gesagt gekriegt, dass es wohl ziemlich eklig ist zu essen, weil es sehr schleimig ist und so. Und der Geschmack soll nicht so krass sein. Also ich habe keine guten Erfahrungen damit gehört, definitiv. Ja, krass. Muss ich jetzt essen? Ja, komm. Jetzt? Ja, wieso die muss nicht? Noch warm werden. Nein, die nein, die ist mal kalt. Ja. Echt? Ja. Nein. Doch. Lava, das kann ich nicht essen. Hä, wieso? Boah, nicht, dass ich gleich kotze, Junge. Ich esse was nicht. Doch, heute isst du es.
Aber mach mal Hälfte-Hälfte, oder? Es gibt keine Hälfte-Hälfte. Aber zeig erstmal, wie isst man das? Könnt ihr mir eine Wasserflasche bringen und einen Löffel? Weil das so eklig ist, dass du danach trinken musst, oder was? Ja. Gönn dir Dünnschiss für die nächsten zwei. Ist es so? Nein! Nein. Oh. Weißt du, dass das das natürlichste Potenzmittel angeblich ist? Echt? Komm her damit. Rezo bräuchte das. Rezo hat ganz, ganz, ganz schlimme Erinnerungsprobleme momentan. Ist das so? Oh, jetzt geht die Story wieder weiter, ne? Der Podcast, ja. Scheiße. Aber machst du zuerst? Sollen wir beide machen? Ja, ja. Ja, komm. Hättest du mir das gesagt, wäre ich gar nicht gekommen heute. Ich vermisse die Zeit, wo du damals einfach so mexikanisch gemacht hast. Was heißt das? Warte, was wir machen? Einfach trinken? Ja, schlürfen. Tschüss. Findest du? Boah, diese Frische, dieser Meeresgeschmack. Ja, genau diese Erfahrung, die du gerade gemacht hast, die habe ich auch mitbekommen. Selbst nie gegessen, ich werde es auch nicht tun wahrscheinlich. Ich glaube, meine war giftig, wa? Boah, es fühlt sich so an, als wärst du so im Meer schwimmen gewesen, so, wo du sagst Frische so. Mhm. Machst den Mund auf und dann schwimmt dir einfach so auf einmal so von einem fremden Mann so der Fuß in deinen Mund. Das war's. Ich wollte immer schon mal dieses Mikrofon haben, endlich hast du mir es gekauft. Das hier ist was für dich. Ey, nicht noch eine Muschel. Nein, nein. Das macht. Also falls dir der Geschmack jetzt wirklich nicht gefallen hat, dann. Oh, Qualitätstest. Bereitest du jeden deiner Robs-Chips immer so vor? Ja. Ja, genau, was? Ja, komm, Baller. Da reicht eine Packung dann für die nächsten zwei Wochen, wenn du jeden Chip so belagerst und so krass machst. Ey, einmal essen, was Rob gekocht hat, wirklich. Das wäre so ein Traum, wirklich. Das wäre, glaube ich, ein ultra geil dann. Noch ein bisschen was Gesundes. Sieht doch lecker aus. Das ist im Endeffekt Lachs und Gurke mit Sesamdressing. Voll geil. Francesco. Und das hier, liebe Freunde, das ist Ray. Der bekommt irgendwann noch sein Glow-Up. Vertraut mir, Freunde. Ah ja. Ladies and Gentlemen, Ray. Dieses Video ist auch ein kleines Geschenk an John. Gern geschehen, John. So, weil John, ne, der wurde ja teilweise hier wirklich ausgenutzt, ja, für als Poolhelfer, wichtige Hilfskraft, aber dennoch so ein bisschen, ne, ihr wisst, Freunde, ich will nicht hier irgendwas hier schönreden oder irgendwie romantisieren. Deswegen dachten wir, hey, John, heute sagen wir, komm mal hier, Pool helfen, wir müssen was machen, der Pool ist ja umgestürzt oder was auch immer. Und dann, Surprise, Rob. Oh, meine schöne Überraschung. Oh, wie schön, der Pool ist umgestürzt, was? Hey, John, der Pool ist umgekippt, bitte helfen, wieder gerade biegen, ja, ja. Ist da. Er bekocht auch unter anderem John. Wir haben Geschenke da für ihn, die wirklich sehr, sehr persönlich waren. Und jetzt wird erstmal weiter gekocht. Guck mal, du machst ja so Beauty-Shots vom Essen, ne? Willst du Beauty-Shots vom Essen machen? Ich mach Beauty-Shots von dir, wie du Beauty-Shots vom Essen machst. Oh ja, bitte. 21 degrees and just the way I am. Boah. Willkommen zu der Kochshow, Freunde. Die letzte auch, die ihr hier sehen werdet auf dem Kanal. Ja, ich will mich an dieser Stelle einmal... Krasse Zensur hier hinten. Ich frage mich, welche Marke diese Einkaufstüschtasche hat hier. Gar kein Plan. Ich weiß es nicht. Extremst nochmal bedanken bei Tomek und seiner Crew. Big Event, ganz ehrlich, die haben das so fucking schön gemacht da hinten. Also die Pool-Olympiade kann kommen. Ich muss auch gerade sagen, das hier erinnert mich richtig heftig an so eine alte, wir hatten mal so einen Wäschekorb. Und der war auch so aus Metall. Auch aus Metall und auch mit so Löchern drin. Das war wirklich ein Wäschekorb. Der war halt einiges größer, halt, ne? Der war ungefähr... so groß, so, ne? So breit. Und den haben wir eines Tages mitgenommen in den Wald, haben da Holz reingepackt und Kohle und sowas und da drin Feuer gemacht. Und das Ding hat eine Flamme gehabt, die war so krass, wirklich wie man es in Amerika kennt, ne? Diese Mülltonnen mit dieser riesigen Flamme rum raus. Genau sieht es bei uns aus. Das ist einfach ein Wäschekorb vorher gewesen eigentlich. Das ist geil. Machen wir keinen Wäschekorb mehr, mussten dann wochenlang mit dreckigen Klamotten schlafen. Aber hat sich gelohnt. Spaß. Meiner Meinung nach, ne? Das Problem ist natürlich zeitlich gesehen, sind wir schon in der Hauptvideoproduktion, aber irgendwie kriegen wir es bestimmt noch hin, ne? Wenn es zu viel wird, gebe ich euch einen Tipp, wenn es alles irgendwie zu viel wird, so, ne, so To-Dos mäßig, ganze Kalender ist voll von Montag bis Sonntag, einfach mehr machen, einfach mehr machen. Nee, aber für die Leute, die noch so ein bisschen... Ja, ich schreibe es mir gerade auf, danke dir. ...denn irgendwie hinter den Videos leben. Am 17.8. kommt Zahnfee auf Freebie erstmal und dann am 31.8. auf YouTube, liebe Freunde, dann geht's wieder... Und wann genau kommt Room jetzt 2, Brody? Ich weiß nicht. Also, ich überlege noch, ob ich ein Video mache auf YouTube noch.
wo ich nochmal, werde ich es glaube ich sowieso machen, wo ich nochmal erzähle, yo, es geht weiter, weil viele wissen es ja nicht, viele gucken ja Hallöchen-Videos nicht alle, viele gucken halt auch, viele gucken meine Streams auch nicht auf Twitch, deswegen wissen die wenigsten, dass es weitergeht, überhaupt, weil letzte Folge Roommates kam letztes Jahr Dezember raus. Das ist auch schon wieder ein bisschen her. Deswegen, ja, werde ich dann ein Video machen, das kommt und dann kommt ein Trailer noch und dann das Video. Und im Trailer muss ich halt schon wissen, wann das Video online kommt und am besten auch schon ein Video davor. Aber ich überlege, ob ich in dem Video dann was kommt, dann frage, wann ich es online stellen soll oder so. Ach, weiß ich nicht. Ich tue mir bei sowas immer schwer, ne? Video machen, kein Problem. Idee auf den Kopf rausschreiben, geile Sache, mache ich liebend gerne. Stundenlang, wochenlang an diesem Projekt sitzen, kein Ding. Aber zu überlegen, wann man es hochlädt, ist so das Schlimmste, was ich. Das und Titel schreiben. Auch noch schlimm. Aber Thumbnails mache ich easy, Video mache ich easy, aber die Sachen, die, da brauche ich jemanden. Helft mir gerne, danke. Richtig los mit den Hauptvideos. Es wird gigantisch. Weißt du, wie viele Leute jetzt wirklich mitarbeiten bei uns? Wirklich 100? Ne. 100, über 110. Nein, doch, so alle Inder. Also, was? Nein. Aber kennst du sie alle persönlich? Die meisten kennst du ja auch. Du kennst doch locker, in deinem Leben hast du 100 Leute gesehen. Ja, ja, das sind alle. Die sind alle da. Hast du es noch nie gemacht mit sowas? Nein. Inklusive Falkos Mutter, die hilft auch mit, ja. Einfacher geht keine Kohle an. Weißt du wieso? Wieso? Weil du es jetzt einfach hier drauf legst und jetzt zieht die Hitze durch und jetzt geht die Kohle an. Hätte ich das gewusst, hätte ich damals Shisha auch so angefangen. Bereit. Oh. Wow, wow, hey. Hast du neue Urlaube geplant? Gut, ich komme gerade quasi aus Japan und China und nächsten Monat geht's nach Hawaii. Bruder, du bist nur am Traveln. Oh, nach Hawaii. Kann ja meine Mutter Grüße ausrichten, die wohnt ja da. Ich bin ein Travel-Influencer geworden. Ja, wollte ich schon immer werden. Aber ich bin eingeladen. Von Hawaii oder was? Nee, von Pokémon. Weltmeisterschaft. Boah. Ja, ist in Hawaii diesmal. Letztes Jahr war ich in Japan auf der Weltmeisterschaft. Boah, krass. Ja. Wer läuft bei dir? Ich kann mich nicht beschweren. Oh, geil. Richtig, der Praktikant heute. Oh, ist das Tanky, ne? Tanky auch ein bisschen durstig vielleicht oder hungrig hier. Oh, so ein Süßi. Ich sehe schon, ich krieg schon so Handschuhe. Ein Spieß. Jetzt nimmst du so ein Stück Fleisch. Spieß das so längs entlang. Sehr gut. Sehr gut, ne? Kommt denn nicht noch Salat dazwischen? Nee, ne? Nee. Wäre auch cringe. Eigentlich kommt da Gemüse dazwischen, wenn man so einen Gemüsemix macht, ja. Kenn ich das. Was? Deutscher Influencer Julienko seit einer Woche vermisst? Der deutsche Influencer Julienko, aka Julian Klaassen, aka der Sunnyboy aus Köln, lässt seine Fans seit einer Woche mit neuen Posts warten. Fans, Freunde und Familie vermuten, dass er richtig entführt wurde. Eine vermuten, es handelt sich um einen PR-Stunt. Ex-Freundin Bianca Heinicke schweigt aktuell. Oh, oh, oh. Da stimmt bestimmt Rob und Ju unter der Decke, oder? Ich verstehe aber, was du jetzt meinst. So, hey, ich koche für euch. Super, pack's mal daneben. Willst du das hier haben? Oh, Drachenwandel auch noch. Was war das? Nachtara kriegt man hier raus, wenn man es sieht. Das gibt's kriegst du? Boah, das wäre jetzt krass. Drück die Daumen jetzt in den Kommentaren nach oben. Energie. Ich glaube, da ist schon was durch. Ich habe diese Energiekarten nicht verstanden. Was bringen die? Was machen die? Warum gibt's die? Ich hab's nie gerafft. Dunkles, das ist ein gutes Zeichen. Oh! So, jetzt kommt die Reverse eigentlich. Okay, Schmutz. Gypsiana, wie gerade? Es ist nicht schlecht, ey. Das ist gut. Die liegt gerade bei 700 Euro. Nein, nicht ganz. Starkes Booster. Starkes Booster, ja. Ich will wieder zurück. Spaß. Zweiter Aperitif. Du musst da nochmal durch, Ju. Was denn? Nicht nochmal Muscheln, bitte, Bruder. Austern. Aber warum denn? Warum muss ich so viele Austern essen? Weil du sie in meinem Video sie noch nicht gegessen hast. Magst du Tabasco? Machst du schärfer? Ja, man isst Austern auch mit Tabasco. Ja. Okay. Boah, also das ist ja wirklich die Todesmischung für mich sowieso. Also scharf esse ich ja gar nicht und dann noch Austern, die klipschig sind und dann noch scharfe Soße. Pff, niemals, never ever. Für kein Geld, okay, doch für Geld, aber sonst so nicht. Nicht. Dann esse ich jetzt mal eine Auster hier, liebe Freunde.
Nicht das allererste Mal. Boah, das ist aber richtig eine Suppe geworden. Eben bei mir war das noch ein bisschen weniger. Dan, willst du auch eine Auster? Oh, fuck, warum nicht? Also eine Auster muss auf jeden Fall noch für John, weil der liebt die. Echt? Hast du noch Austern gegessen? Ja, gerade eben. Ah, du hast schon eine? Mm. Ah, und? Ja, was soll ich sagen? Ich weiß nicht, wie viele noch kommen. Auf die Freundschaft. Freundschaft, ja. Ich hatte gerade voll die schlimme Nahtoderfahrung gehabt. Ich glaube, Drew hat genug. Gleich gibt's Schaschlik, das kennst du ja. Das zweite Mal Austern war besser, ja? Ja, es wird, und das ist das Ding, es wird mit jedem weiteren Mal immer besser und besser. Das ist genau wie bei Petersilie. Was? Beim ersten Mal denkst du auch so, Digga, weißt du, du weißt, wie lange die Kunst dauert hier, ne, was die Haupt-Main-Mahlzeit zuzubereiten und dann machst du immer so kleine Snacks. Das war ja immer schon so. Ja. Damals nur mit Alkohol. Ja. Ich dachte, ich gehöre einfach nur zur Arbeit, weil ich auch hier so Sterne kochen will. Digga, zieh ich dir ab von der Arbeitslohn. So, liebe Freunde, der John kommt jetzt und... Stimmt, wie ist denn das rein steuerlich eigentlich zu sehen? Weil du darfst ja als Angestellter, als Unternehmen, nur eine bestimmte Menge an Geld an die Mitarbeiter auszahlen, auch an Geschenken so. So ein Essen hier ist ja auch eine Art Geschenk, oder nicht? Wenn er so einen Austern kriegt, hat die auch einen Wert. Und die müssen wir da auch berücksichtigen steuerlich, oder? Ich weiß nicht, wie genau das tief geht. Und ja, so tief geht es manchmal bei so Steuerkramsgeschichten. Ich weiß, wovon ich rede. Ja, wer wird jetzt beschenkt? Kriegt er erstmal Essen und dann... Wenn daneben mir Sachen checken, für einfach so random, dann muss ich darauf Steuern zahlen. Als Beispiel. Geschenke. Ja, na, erstmal Essen, so wie beim Weihnachten, ne? Erstmal hier Essen und dann Geschenke, oder? Ja. Oder feiert ihr kein Weihnachten? Ich weiß ja nicht, wie es bei dir in der Kultur so ist. Nö. Gar kein. Cool. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber John. Hab doch gar nicht Geburtstag. Wisst ihr, was lustig ist? Hm. Die beiden hatten mal einen Kanal zusammen. Hä? Hä? Nee, du und Baum. Ja. Ja, das ist so racist Scheiße jetzt. Stimmt, du und Baum, das war so random. Ja, Mann. Noobtown Monkeys hieß der. Ne? Nee. John, du hast einiges nachzuholen. Was hatten die für einen Kanal zusammen, Bau und Rob? Was haben die gemacht? Noobtown Monkeys kenne ich auch, aber das war auch Bau, ne? Aber nicht mit Rob. Oder war das June Bau? Oh, ich weiß nicht mehr, die Juba-Films waren Ju und Bau. Ju und Bau, Juba-Films. Irgendwo war Cheng ist noch mit dabei. Boah, ich weiß nicht. Nee, Cheng ist, hieß der nicht, der hieß Cheng nur so. Genau. Oh, ich weiß aber keinen Plan mehr. Boah, was geht denn? Du fängst mit dem Chip an, dann mit der Auster. Boah, das kann ich nicht essen. Doch. Die Jungs zwingen dich. Nee, ich sterbe, wenn ich das esse, wörtlich. Echt, warum? Weil ich todes Austernallergie habe. Du hast Austernallergie? Ja. Oh nein! Und ich meine vorhin noch so, oh, John mag die bestimmt, er liebt die. Die kannst du berühren und deinen Mund tun. So, direkt, ja. Ja. So, aber warum? Was ist überhaupt der Anlass? Ich dachte, du hast Geburtstag. Ach, September Geburtstag. Ich hab's gerochen, irgendwas. Ich dachte, irgendwer grillt hier so. Mhm. Und das auch von der Straße aus. Wer sagt unsere Adresse am besten? Von da vorne auf jeden Fall. Einmal gerochen. Der ist ganz überrascht, weil er gar nicht dran gewöhnt ist, dass wir so nett sind zu ihm hier und für ihn kochen. Was ist eine Entschuldigung? Für was? Dass du mich die ganze Zeit verarscht hast, so? Ja. Und deswegen rufst du einen anderen Kumpel von dir, der dann für dich kocht oder was, für mich so? Hier ist dein Teller. Oh krass, sein Rezept verbessert. Oh, vielen, vielen Dank. Und? Das heißt, morgen können wir wieder Pulver. Boah, das sieht so lecker aus, ne? Auch, das sieht so lecker aus. Oh, ich will auch. Aber du musst ja auch hier, Rob, jetzt richtig aufpassen, dass er nicht irgendwelche Bestecke nimmt, das irgendwie kontaminiert ist mit Austern, oder? Wenn er mit Austern irgendwie draufgelegt hat mit dem Löffel, dann muss er den Löffel nicht nutzen. Wenn nur minimal was drauf ist, dann ist er John Bö. Rob kann morgen gerne nochmal wiederkommen. Ja, mit dir Pool putzen, ne? Also heftig gut, Alter. Ja. Aber den Schaschlik musst du jetzt echt mal probieren. Boah! Sogar die Biene. Spion. Nein, die ist drauf gelandet. Boah! Das Original-Sound, der ist ja richtig laut. Wie geil, die hat Waffeln an, wie geil. Was ist los? Allergie? Kennt ihr, wenn ihr zu gierig seid, weil etwas so lecker schmeckt, dann merkt ihr, wie er so ganz langsam den
den Hals runterslidet. Könnt nichts machen in der Zeit. Nee, kenn ich nicht. Ey, ganz kurz nach. Kenn ich zu gut. Habe ich sehr oft gemacht. Und ich glaube, deswegen ist auch mein Muskel kaputt. Ich habe so einen Muskel hier, oder normalerweise schon den Muskel, der verhindert, dass die Magensäure hochkommt. Und der ist mir kaputt. Ja. Und deswegen, ich merke davon nichts, aber wenn ich zum Beispiel abends vorm Schlafen gehe, irgendwas viel esse, dann merke ich dann nachts, wenn ich dann wach, weil mein ganzer Mund brennt voller Säure. Ja, ist geil. Kann ich empfehlen. Also Leute, esst langsam und kaut schön ordentlich. Sonst kann es bei euch auch passieren. Also ich weiß nicht, ob es daher kommt, aber ich vermute es mal, weil warum sollte mein das sonst kaputt gegangen sein? Einmal hier, Bob. Danke. Danke, danke. Die Teller sind echt gut geworden. Was ist das? Die Teller? Das ist Dill? Und was ist das? Das haben wir im Garten. Nee, also das sieht zu gut aus für eure Wiese, wa? Boah, weißt du, was das jetzt noch irgendwie so richtig aufwerten könnte? Hm? Roth's Chips. Und ein Alge. Alge! Was ein schöner Tag, sag ich euch. Mal eine gute Abwechslung zu diesen ganzen Schwerarbeiten, die wir hier in den letzten Tagen geleistet haben. Und wie ist es so? Eigentlich schauen wir gerade ein Video, wie die essen, ne? Ist schon gemein. Also, da müsst ihr doch schon locker mal hier, ne, das auch mal drüber schicken. Danke. Fünf fremden Leuten so beim Essen zuzuschauen. Ha? Ich bin auch jemand geworden. Ja, fremd sind sie ja nicht. Kenn ich ja. Grüße. Ha? Boah, ich sag nicht nein. Ha? Du bist echt allergisch gegen Austern. Mhm. Stimmt, da war mal echt was. Ich hab so mal so Ramen gegessen. Mhm. Da waren so diese ganz kleinen Austernflakes drin. Das ist mein ganzes Gesicht. Auch hier angeschwollen. Ich musste so von das Krankenhaus, weil ich keine Luft mehr bekommen habe. So. Ich merkte so, boah, Alter, das wird zu. Dann war ich da, hab so einen Drip bekommen. Ja, und dann aus dem Krankenhaus raus. Das Epipen heißen die, glaube ich, ne? Epipen, so gegen Allergie. So, fuck, ins Herz rein. So. Zu dir? Hölle. Was? So ein ganz weirder Tag war das. Level 2, liebe Freunde. Der Flip, den habe ich jetzt leider nicht drauf, aber das ist einfach Brot, Freunde. Machen wir das hier so aus der Hand. Das ist ein Kristallsalz. Das ist einfach ein kleines Sandwich geworden. Ne? Sandwich. Ja, beiß halt noch rein und sag, dass es geil schmeckt. Bitte, bitte, danke. Dankeschön. Ich habe hier nur diese Katjes Glücksherzchen da zum Essen. Aber das kann das niemals ersetzen. Ich versuche damit ein bisschen den Hunger zu unterdrücken, aber das wird nicht gut. Fünf Sterne sind da, Freunde. Alter. Ey, ich hab's vergessen. Wie dumm konnte ich sein? Ich hab extra gestern noch so ein paar Möhren eingelegt. Auf Kimchi-Style. Kriegt der John auch ein Sandwich? Ich krieg das mit extra Kimchi-Möhren, weil ich Koreaner bin. Riecht gut schon. Voll leckeres Austernbrot. Ah, das ist heftig gut. Alles gut. Mhm. Ich muss gar nicht sagen, das klingt wahrscheinlich wie fake, weil ich mich die ganze Zeit wiederhole. Ja, ja. Schmeckt aber alles gut. Nee, ist fake. Ich bin stolz auf dich. Ich hoffe dich auch, wenn du die Hauptvideos überlebst. Nächstes Jahr dann Bali-Urlaub. Ich wäre für Thailand. Thailand wäre krass. Ja. Aber Thailand wird gut. Bali-Urlaub müssen wir noch was nachholen, weißt du, was ich meine? Das stimmt, das stimmt. Wollt ihr noch so eins? Nee. Nee? Nee. Doch, ich nehme safe noch eins. Guck mal, und das ist doch voll schön, weil hier haben wir angefangen mit den Pool-Videos. War das erste Video, wie sie den Pizzagrill aufgebaut haben? Ah nee, wie sie das Pizza, ach von der Staffel jetzt, wie sie den Pizza-Ding abgebaut haben. Das stimmt, das war das erste Video ja in der Staffel. Und hier war Streit damals. Ich renne doch jetzt nicht mit jedem Pizzasteiner von hier bis vors Haus. Und jetzt, wie schön, diese ganze Arbeit hat sich gelohnt, dass wir heute hier sein können, versammelt, überlebt. Kuh. Hier mit Doppelfleisch. Kuh. Boah. Oh. Ich schwöre dir, immer wenn du was lecker findest oder happy bist, dann machst du immer so Top-Vlogs. Immer so. Immer machst du immer den Salsa-Wegschritt. Diese Soundeffekte. Und ist der Cut da reingeschnitten, Vlad oder so? Selbst eingesprochen, so meine ich. Alter, was ist das für ein Monster hier? Kommt das hin? Ja, kannst du hier hinten legen. Oh, ja. Sehr gut. Und jetzt kriegen wir die Grillaromen hier drauf. Oha. Problem ist, ich habe kein Thermometer mitgehabt. Ich habe es vergessen. Deswegen muss ich mich diesmal voll auf mein Bauchgefühl verlassen. Und du hast in deinem Bauch das Gefühl, dass das ziemlich schwierig wird. Ja.
Wer ist krasser? Jetzt sag mal. Sturmwaffel oder du? Jetzt mal Real Talk. Boah, die Frage ist halt, worin krasser? Wir haben ja das Dinner-Duell gemacht. Und der Gewinner war ja Bernd. Ja. Also ist Bernd der krasseste. Aber den habe ich nicht gefragt. Boah, Spaß, ich will kein Beef erzeugen. Ich weiß, dass du der krassere bist. Ja, klar. Also Rückwärtsgarmethode mit so einem Stück Fleisch ohne Thermometer. Also wer das schafft, dann würde ich wahr. Rückwärtsgarmethode? Das klingt wie so eine Pokémon-Attacke. Los, Fleischschuh, setz Rückwärtsgarmethode ein. Aber wir wollen es ja auch nicht durch und trocken haben. Das ist aber keine so aktive Attacke, das ist mehr so eine passive, die mehr Stats gibt oder sowas. Aber das, ich glaube, wir sind noch bei Medium Rare, wenn ich ehrlich bin. Wir machen einen Anschnitt. Wir machen einen Anschnitt. Boah, das sieht sehr gut aus. So, jetzt guckt mal. Der Moment der Wahrheit. Es ist Medium Rare, aber es ist schon überall rosa. Ich probiere es mal. Auf euch. Boom, Salmonellen. Salmonellen. Es ist Medium Rare. Bisschen Bier? John, Feedback? Heftig. So random, so random. Junger Mann, aus Ihnen wird noch mal was, das sage ich Ihnen. Wenn Sie jetzt noch ein gutes Startkapital an den Tag legen. Kochst du zu Hause? Kocht deine Frau oder kocht ihr zusammen? Digga, die kann gar nicht kochen. Amen. He appears. I believe in Joe Hendry. Hä? Hä? Was passiert? Halber Fiebertraum. Was zum Henker? John Juck, Digga, was fragst du mich? Ich keine Ahnung. Der ist auch verheiratet oder so jetzt, ne? Ja, ja. Alle sind verheiratet. Vince hat schon siebte Kind einfach. Falke, was geht bei dir und Frauen? Der Bruder bringt die verrücktesten Frauen immer nach Hause. Du musst sie immer rauswerfen. Ja, wirklich schlimm. Mir lacht's. Krass, dass wir den Scheiß noch aufgegessen bekommen haben, wundert mich echt. Krass. Das war eine echt fette Beule. Borab, vielen Dank fürs Essen. Mann. Easy. Danke. Den Spruch höre ich öfter. Oh Mann, sorry, Leute. Sorry, Leute. Fürs Essen, ja, voll. Warte, sag das mal alles in die Kamera. Der Mann, ja, der kann aus den Resten, die ihr bei euch zu Hause habt, was Krasses machen. Der macht einfach so eine Geburtstagstorte. Danke dir. Und alles dafür sind Chips und Austern. Mann, fürs Essen, Alter. Boah, nicer. Vielen Dank fürs Essen. Bringen wir gleich in den Pool. John? Boah, ich glaube nicht, wa? John, apropos, es ist so dein Geburtstag ja heute. So, es ist nicht mein Geburtstag, warum sagst du das hier ganz schwer? Deswegen haben wir als Entschuldigung für John Geschenke. Nee, warte mal, sind das so Geschenke, die ich haben will? Doch, natürlich. Digga, wir haben ja schon Money bezahlt dafür. Ihr habt Money bezahlt? Wir haben Money bezahlt, ja. Ja, das ist ja mir scheißegal. Oh. So, erstmal hier. Was wird es? Oh. Du bist John, dein Vater. Ich bin schnell. Was habe ich jetzt gar nicht lesen können? Was? Du bist John, dein Vater, schnell. Du bist John, dein Vater? Das ist ein Wurm? Hä? Mein Regenbogen, der so schnell gelaufen ist oder was? Gekrabbelt, was? Was? Du bist John, dein Vater. Anyang? Ich bin schnell. Wow, vielen Dank. Ach, deswegen habt ihr mich gefragt letztens. Fragt John. John weiß nichts und wir rufen ihn jetzt an. Ey, hast du mal gesehen, wie schnell Regenwürmer sich bewegen? Nein. Wenn die in den Boden ist das so? Boah, das ist todesheftig. Ja, Regenwürmer sind brutal schnell. Wir wollten die so filmen, die waren so. Nein. Ich schwöre dir. Regenwürmer sind so fucking langsam. Keiner glaubt es. Gibt's nicht irgendeinen. Wir brauchen hier einen Regenwürmer-Spezialisten hier. Ich muss kurz an den Grill. Für dich? Weil du bist ja. Tief in dir steckt ja auch Wabu. Oh, guck mal, wie schön verpackt du das hast. Guck mal. Das sieht aus wie diese Leute, die in Amerika obdachlos an der Ecke liegen und Alkohol trinken wollen, aber es öffentlich nicht dürfen. Deswegen packen sie die in so Pappkartons rein.
braunes Papier einfach, damit es nicht auffällt. Genau sieht es aus. Oh, so liebevoll. Das ist eine Pflanze. Aber für was kriege ich die Geschenke eigentlich? Einfach als Entschuldigung. Was ist das? Was ist das für eine Pflanze? Ist das ein Kaktus? Ist das Aloe Vera? Was ist das? So ein Mix aus beidem, ne? Ja. Die hat mich an dich erinnert. Du bist auch manchmal so borstig. Das ist eine Pflanze, oder? Na klar. Ja. Musst du nur einmal in der Woche so ganz wenig Wasser unten reinmachen. Ganz wenig. Wenn du Wasser reintust, wird die blau. Ja. Ich dachte ganz kurz, das ist irgendwas hier aus dem Garten, was ich mir so rausgeholt habe. Nein. Und beim nächsten musst du Augen zumachen, weil das ist nicht verpackt. Ich überlege gerade, ob das jetzt wirklich krass wird oder nicht. Jetzt so ein Tesla-Schlüssel, stell dir mal vor. Mach mal nicht so hoch. Bitte schön. Das kann ich aufmachen? Ja. Eine Yogamatte. Ach stimmt, weil ich ja mit ihm Yoga machen wollte mal. Wir wollten noch mit dir Yoga machen. Das ist so eine Folge. Ja, bei mir. Das kannst du alleine machen, Yoga. Bei mir zu Hause, oder was? Wir machen das nochmal neu mit den Geschenken. Das war nicht nett von uns. Nee, ich muss sagen, das finde ich echt cool. Aber ich frage mich, was die Hintergrundgeschichte da so ist. Das ist halt, die ist wie du. Sehr weich im Kern, aber außen sehr spitz und hart. Wie du. Danke. Wir machen nochmal. Außen sehr spitz und hart. Okay. Bei dir Geschenke. Ja. Aber diesmal dann ein Tesla? Ja, diesmal kriegst du einen Tesla. Du hast immer einen Führerschein. Ist doch egal. Boah, der will da wirklich rein, ne? Wenn er wüsste, wie verpestet das ist. Das ist kalt, ey. Pass auf, 1,40 Meter. 1,40 Meter. Ich brauch 30 Zentimeter. That's what she said. Okay, sorry, ich lass es sein. Digga, du hast heute das. Ist auch echt, die Sprüche sind heute echt wieder drin bei mir, ne? Das ist Wahnsinn. 30 Zentimeter. Ganz kurz, ich war ja damals dein Trainer, so ein bisschen, ja? Was hast du vor? Was, das ist kein Schwung für Frontflip. Was willst du denn machen? Okay, ganz einfach. Sitze? Ist falsch. Wieso? Klar. Ja, weil du dann eher einen Körper machst. Du darfst nicht nach vorne, du musst nach oben. Nee, ich will aber nach vorne. Du willst einen Körper machen? Körper Frontflip? Frage, ob du von hier laufen willst, lieber. Oh, das ist ein guter Punkt. Warum jetzt T-Shirt? Wird alles nass. Ist halt weiß auch, sieht mir eher das durch. Der schwerste Sprung überhaupt der Olympischen Spiele. Ladies and Gentlemen, wir machen hier keine halben Sachen, ja? Wir machen die Stunts hier noch alle selber, anders als bei Hollywood oder sonst was. Vergesst Hollywood! Wow. Nice, man! Er geht voll knapp mit der Kälte. Oh, Dan! Ich komm, Dan, komm! Digga, wie geil ist das? Oh. Du hast einen verdammten Pool im Garten. Und was sagen Sie zum Pool? Perfekt. Wirklich gut. Boah, ich könnte nicht mit T-Shirt da ins Wasser gehen. Das ist so klebrig und aber kann ich nicht. Warum machen die das? Esko, willst du auch mit rein? Eher ein paar Monate vielleicht. Ich sag's dir, wie es ist. Urlaub. Ja, du kannst immer klingeln kommen, ne? Wenn du mal reinspringen willst. Ne? Hey. Egal wann. Au, au, au. Der hat mich verletzt. Ich hab angegriffen. Oh, vielen Dank fürs Essen. Ja, easy. John, hast du deine Karte? Nee. Deine Karte und deine Matte. John. Ich meine echt so, wenn wir so mal harte Hauptvideodrehtage haben, haben wir auch schon manchmal so diesen Moment, wo wir dann ins Office kommen alle. Da warst du sogar noch, hatte ich einmal gesagt, ey, fürs nächste Jahr würden wir dich gerne buchen. Sollen wir einen Deal machen? Okay, für einen der Hauptvideos Dreh, ja, mache ich wirklich hier den Griller fürs ganze Team. Ihr kommt vom Set, alles ist fertig, bam, bam, bam. Mit Pool, dies, das, und alles. Und du müsstest einmal meinen Anime-Trailer reposten. Digga, das geht ja nicht. Ich muss dann über mein Management gehen, so dass du weißt, wie das heutzutage läuft. Dankeschön. Boah, mein Gott. Ey, guck dir den mal an, der gönnt sich richtig hier, ey. Na geil. Es ist ein Lifehack. Du kombinierst einfach Grillen und Chillen zusammen. Andere nennen es dann Grillchillen. Mein geiles Video. Ich hab so Hunger jetzt. Boah, ich esse jetzt weiter Gummibärchen, mehr hab ich nicht da.